Hallo, liebe Mona Gunis, ich bin's mal wieder, der Schorsch. Ich habe Besuch. Der Noel ist bei uns von Eken Footwear. Hallo, Noel. Hallo, Schorsch. Kannst du uns kurz sagen, was Eken Footwear ist? Sehr gern. Eken Footwear ist eine Marke, die gibt es seit ungefähr 2 Jahren. Wir produzieren handgemachte Schuhe und Accessoires in Europa und verwenden ausschließlich nachhaltige Materialien für die Produktion. Sehr cool. Du hast uns hier mal Schuhe von der neuen Kollektion mitgebracht. Was ist das Besondere an der neuen Kollektion? Wer hat sie designt, erdacht? Also was steht da dahinter? Weil die Sachen sind ja wirklich super cool. Ja, also wir haben, das ist die neue Herbst-Winter-Kollektion, die wir jetzt hier sehen. Die ist designt worden von Daniel Bailey. Das ist unser Kreativdirektor, ist ein Schuhdesigner. Der lebt in New York und in Berlin. Die haben dann eine Schuhdesign-Agentur. Und mit denen arbeiten wir zusammen, die sind verantwortlich für die Gestaltung. Das Besondere an der neuen Herbst-Winter-Kollektion, die wir jetzt hier haben, sind vor allem die neuen Materialien. Das heißt, wir haben ein schwarzes Glattledermaterial, das ist ein geöltes und gewachstes Leder. Es ist aber, wenn du mal schaust, total offenporig. Das bedeutet, dass es total atmungsaktiv ist. Ja, und das Gute ist an unseren Schuhen, dass wir keine Giftstoffe in den Materialien haben. Das heißt, wir verwenden ausschließlich vegetabil gegerbtes Leder, so nennen wir das, und wir nutzen keine Chromsalze für die Gerbung. Das bedeutet, dass es für Mensch und Umwelt, also für diejenigen, die es produzieren und auch für diejenigen, die es tragen und auch für die Umwelt gesund ist. Aus unserer Gerberei kommt am Ende kommt Trinkwasserqualität raus. Ja, von dem Abwasser, was wir haben. Das Besondere an den Schuhen weiterhin ist, dass wir von innen immer ein komplettes Lederfutter haben. Das heißt, das hört nicht hier auf, sondern das geht bis vorne in die Spitze rein. Das ist ein riesen Qualitätsmerkmal bei Schuhen. Wir haben bei den meisten Modellen eine herausnehmbare Sohle. So sieht die dann aus. Von innen ist es immer unbehandeltes Rindsleder. Die Innensohle ist nochmal abgenäht, ja, damit es länger hält. Wir haben unterschiedliche neue Modelle. Das Modell nennt sich Birch, das heißt Birke. Alle Modelle haben im Prinzip Baumnamen, die wir verwenden. Außerdem Max-Herre-Schuh. Das ist die einzige Ausnahme, die wir haben. Das ist ein Schuh, der ist gestaltet von Max Herre höchstpersönlich. Wir arbeiten mit Max seit Anfang an zusammen und das ist eins der 3 neuen Modelle, die wir im Moment haben. Das ist super cool. Also was unsere Zuschauer nicht sehen, ist, wie schön sich das anfühlt. Das Material ist mega klasse. Danke, dass du uns besucht hast. Danke für die Erklärung. Sehr gerne. Ihr findet die Sachen jetzt im Monagu-Shop. Lieber Noel, aufs nächste Mal. Okay, danke dir. Macht's gut, ihr Lieben.